Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich halte diese Rede heute, da es immer noch einige Menschen gibt, die ihr Leben zu ernst nehmen. Denn wer weiß, vielleicht ist das Leben nicht mehr als nur ein Spiel. Wer von Ihnen kennt das Computergame Minecraft? Es basiert auf einem Sandbox-Prinzip. Das heißt, man kann in einer nahezu unendlich großen Welt ein Haus, eine Stadt, eine ganze Metropole erbauen und erschaffen. Wie ein kleines Kind in eben einer Sandkiste, das sich seine eigene Welt aufbaut, mit seinen eigenen Gesetzen, seinen eigenen Ländern und alles nach seinem eigenen Wunsch. Sandbox-Games erfreuen sich immer größer werdender Beliebtheit. Naja, wieso auch nicht? Jeder, der so ein Spiel schon einmal probiert hat, der weiß, was es für ein Gefühl ist, eine Welt zu erschaffen. Alles nach seinen eigenen Vorstellungen. Mit einem Mausklick kann man eine ganze Stadt zerstören. Mit einem Mausklick eine ganze Stadt erschaffen. Man kann Gott spielen. Wem gefällt das nicht? Aber was, wenn es wirklich einen, nennen wir ihn mal, Spielmacher gibt? Wie bei Dungeons & Dragons. Er legt die Spielregeln und die Geschichte fest, bringt den Ball ins Rollen, lehnt sich zurück und genießt die Show. Er sitzt in seinem gemütlichen DXR-Racer-Sessel, hat eine Dose Mountain Dew neben seinem Computer stehen und nascht aus einer Packung Doritos. Er sieht sich eine Simulation unserer Welt an. Wie bei SimCity, wenn Ihnen das etwas sagt. Setzt mal hier, mal dort einen Wirbelsturm hin. Ab und zu lässt er Godzilla oder Aliens auf die Stadt los. Aber manchmal schenkt er uns auch Glück oder baut uns Häuser. Aber wenn bei dem ganzen Kollateralschäden entstehen, ist ihm das egal. Wenn wir Leid und Schmerz erleiden, ist ihm das egal. Wenn er Politiker, die wir nicht wollen, gewinnen lässt, dann ist ihm das egal. Wenn der Spielmacher unsere Welt zerstören lässt, naja, dann ist ihm das egal. Denn wir sind nur Ameisen, die er mit einem einzigen Mausklick zerdrücken kann. Wir sind nur Pixel, die sich auf seinem riesigen Bildschirm bewegen. Jedoch darf man diesen Spielmacher nicht mit einem Gott oder Ähnlichem verwechseln. Denn wie Neil deGrasse Tyson sagt, wir selbst halten uns auch nicht für Gottheiten, nur weil wir Super Mario programmieren können. Auch wenn wir sogar einstellen können, wie hoch Mario springt. Es gibt keinen Grund zu denken, dass sie allmächtig sind, nur weil sie alles steuern, was wir so tun. Heute bin ich hier, um ein bisschen Chaos in euren Köpfen zu sehen. Denn Chaos ist kein Abgrund. Chaos ist eine Leiter. Eine Leiter, die euch Dinge erkennen lässt, die vielen verborgen bleiben. Nennen wir einfach einmal ein paar Beispiele zu diesem Thema. Jüngste Ereignisse zeigen uns, wie Ehrgeiz unsere Gesellschaft beeinflussen kann. Wie der Linz-Marathon vom 3. April. Besonders der Kindermarathon. Einige von euch kennen sicher die Geschichte, wiederholen wir es trotzdem noch einmal kurz. Mit circa 3 bis 4 Jahren hatten die jüngsten Teilnehmer die Chance, eine Kurzstrecke des Marathons mitzulaufen. Jedoch nahmen es einige Eltern dieser Kinder zu ernst und zerrten ihre Kinder bis ins Ziel, damit sie Erster wurden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eben einige von euch die Bilder kennen, wo Eltern voranlaufen, ihre Kinder in der Hand halten und sie mit einem halben Meter Luftstand nachzehren. Nicht gerade das, was man von guter Elternschaft versteht. Ja. Von der Religion will ich auch gar nicht anfangen. Auch die Hautfarbe, das Geschlecht oder das Herkunftsland ist für viele Menschen immer noch so ein großes Problem. Vielleicht kennen einige von Ihnen den Spruch "It's easy to offend someone in 2016". Auf Deutsch heißt es ungefähr, dass es sehr leicht ist, jemanden im Jahr 2016 zu kränken oder zu beleidigen. Ganz nach dem Motto "Darf er das?" gehen viele Menschen in den Alltag und fühlen sich sofort angegriffen, wenn jemand einen kleinen Witz macht. Sie nehmen es einfach viel zu ernst. Also ich persönlich weiß, wie das ist. Ich mache gerne Witze. Dabei gibt es jedoch eine goldene Regel. Man muss auch über sich selbst Witze machen und über sich selbst lachen können. Sonst funktioniert das nicht. Und da wir vorher schon bei Videospielen waren, sehen wir uns auch einmal kurz die Theorie zu meiner Hypothese an, dass wir uns eigentlich in einem Videogame befinden mit extrem guter Grafik, verdammt geilen Details und leider Pay-to-Win-System. Schon Platon, der vor gut 2300 Jahren lebte und irgendwie der Erfinder von Sandbox-Games war, hat sich schon damit in seinem Höhlengleichnis auseinandergesetzt.
welches besagt, dass wenn Menschen in einer Höhle angekettet sind und hinter ihnen ein Feuer lodert, was auf die Wand vor ihnen Schatten projiziert, nehmen sie das als Realität wahr. Natürlich, sie kennen ja nichts anderes und würden dann die wirkliche Realität, so wie wir sie kennen, verleugnen. Auch heute meint der schwedische Philosoph Nick Bostrom, dass wir uns mit hoher Wahrscheinlichkeit längst in einer Computersimulation befinden. Er sagt, dass der Bau einer Matrix, die simulierte Gehirne mit Bewusstseinen enthält, außerordentlich schwierig wäre. Jedes Wesen, das ein solches Kunstwerk vollbringen könnte, könnte fast auch sicher verhindern, dass Störungen in eben dieser Matrix von ihren Bewohnern bemerkt werden. Selbst wenn einige Menschen Unregelmäßigkeiten feststellen würden, könnte der Architekt die Simulation und damit die Unregelmäßigkeiten einfach ein paar Sekunden zurückdrehen, dass sie niemals auffallen. Oder einfach die Unregelmäßigkeiten aus dem Gehirn dessen streichen, der etwas Verdächtiges bemerkt hat. Vielleicht sollten wir das Leben viel mehr wie ein Spiel leben. Denn irgendwann heißt es für uns alle Game Over. Dankeschön.